Gas. Es fließt nicht genug Gas. Der Druck ist zu niedrig. Es fließt nicht genug Gas. Es fließt nicht genug Gas, der Druck ist zu niedrig. Ja, ja. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen hier noch? Mal schließen. Ah ne, es tritt weiterhin aus. Die Tasche ist ziemlich ja, schwer. Ja, komm. Aha. Es fließt nicht genug Gas, der Druck ist zu niedrig. Der Druck ist zu niedrig. Es fließt nicht genug Gas, der Druck ist... Ach so, Moment. Ah. Haben wir es jetzt? So. Und jetzt? Nein! Dau! Die Tasche ist ziemlich schwer. Elementar. Oh Gott, ich hätte das Gas noch aufdrehen müssen. So, jetzt. Die berüchtigte Tasche. Sie ist sehr schwer und wenn man sie schüttelt, ist ein metallenes Klappern zu hören. Ich habe ihm versprochen, nicht hineinzuschauen. Wahrscheinlich ist das auch nicht nötig. Sie dürfte voller Tafelsilber sein. Sehr gut, Holmes. Hier ist immer noch Gas. Wenn ich mir dieses Kätzchen so anschaue, wird es nicht mehr lange leben, falls es hier bleibt. Nimm das Kätzchen mit. Auf ins Wespennest. Einfach die Katze in die Jackentasche stopfen. Bam, 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 bam. Ja, in die Tasche rein. Bam, 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 bam. Herrlich. Auf ins Wespennest. Ja, komm. Kart. Es wird Zeit, dass wir aber den Ripper langsam fassen. Das interessiert den Gasmann. Versteht ihr? Gasmann. Ich werde diesem Schurken Bluto das wertvolle Diebesgut nicht aushändigen. Die Tasche kann er haben, aber mit anderem Inhalt. Ha. Etwas, das genauso viel wiegt. Voller Blechgeschirr macht die Tasche das gleiche Geräusch und wiegt ungefähr so viel wie vorher mit dem Tafelsilber. Das ist schon das Putzi-Kätzchen. Geben Sie mir die Tasche. Haben Sie reingeschaut? Ich habe Ihnen mein Wort gegeben, aber Sie bekommen sie erst, wenn Sie mir sagen, wo Squibby steckt. Na schön. Dieser arme Idiot wurde neulich von den Bullen festgenommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendjemand hat behauptet, dass er der Whitechapel-Mörder sei. Danach war ihm eine hysterische Menschenmenge auf den Fersen. Plötzlich sind die Bullen aufgetaucht, haben ihn sich geschnappt und eingesperrt. In der Polizeistation dieses Viertels? Kann sein. Oder auch nicht.
Aber wenn Sie oder der Arzt mit ihm reden, sagen Sie ihm, dass ich die Kajaksache als erledigt ansehe, wenn er den Yankee verpfeift. Er weiß, was ich meine. Und jetzt geben Sie mir die Tasche. Das klingt alles ein bisschen diffus. Ich weiß nicht, ob ich dafür die Tasche hergebe. Hey, nicht auf diese Tour, Schwachkopf. Her mit der Tasche, wenn Sie nicht mit einem Messer im Rücken enden wollen, verstanden? Hier, nehmen Sie sie. Ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Um ehrlich zu sein, wie ungehobelt von Ihnen. Ich sollte verschwinden und besser nicht dabei sein, wenn er die Tasche aufmacht. Wie? So, wo geht's jetzt hin? Baker Street? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Warte mal, die kenne ich doch. Die war doch im Bordell. Verzeihen Sie, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Kommst du mit, Süßer? Ich kann nicht einfach in die Polizeistation schlendern und fragen, ob Squibby dort einsitzt. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen, um herauszufinden, ob er wirklich da drin ist. Dann muss ich den Polizisten dazu bringen, für einige Minuten zu gehen, damit ich mit dem Gefangenen sprechen kann. Na, mein Süßer, wäre es mit einem kleinen Abenteuer? Vielleicht ein andermal, Ma'am. Boah! Oh, was zum Geier! Oh. Eigentlich würde ich gerne wissen, ob ein Kerl namens Squibby zufällig in dieser Polizeistation ist und wie viele Polizisten dort sind. Eine Auskunft also? Ja, aber Zeit ist Geld, weißt du? Hier ein paar Guineen. Oh. Also, was ist mit Squibby? Ich sage dir alles, was ich weiß, Schätzchen. Nichts! Ich weiß nicht, ob Squibby da drin ist. Und es ist mir auch egal. Mir flüstern die Bullen keine süßen Worte ins Ohr. Ja. So wie den Mädchen in den schönen Lokalen. Und jetzt verschwinde, bevor ich wütend werde. Hey, wenn du etwas für eine vornehme Lady wie mich zu bieten hast, fällt mir vielleicht etwas ein. Tschüss. Ich komme wieder. Das tun sie alle. Mädchen in den schönen Lokalen. Was für ein Monster. Danny muss Etablissements wie das von Madame Bella gemeint haben, das auch Watson erwähnt hat. So. Was sind wir hier so? Die Kinder sind es doch... Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Keine Zeit zum Plaudern, Mister. Ich muss schauen, wie ich über die Runden komme. Der Herpes. Gehen wir mal ins Bordell. Ich muss dem Bordell einen Besuch abstatten. Danke für die Info, das wusste ich jetzt auch so. Aber echt, das war... echt ein Monster. Guten Tag. Guten Abend, Lucy. Erinnern Sie sich an mich? Mr. Holmes, kommen Sie rein. Sie sind merkwürdig gekleidet. Was führt Sie hier in diese Gegend? Ich bin gekommen, weil ich wissen will, ob eine Ihrer Kolleginnen oder sogar Sie selbst mit Polizisten aus der hiesigen Polizeistation Umgang haben. Einige Polizisten gehören zu unseren Gästen, das stimmt. Aber Bella kann Ihnen dazu sicher mehr sagen als ich. Ich bin gekommen... Nein, verdammt. Nein. Gut, schönen Abend noch. Ja, die wird einen schönen Abend haben. Guten Tag. Sie sind ein Freund von Dr. Watson? In der Tat. Ein feiner Kerl, Ihr Dr. Watson. Er hat mir bei einer kniffligen Angelegenheit mit einem Kunden geholfen. Diesen Flegel haben wir eine Lehre erteilt. Danach ist er nach Frankreich abgehauen, hat aber eines meiner besten Mädchen mitgenommen. Naja,
Wenigstens bin ich ihr ewiges Geschnatter los. Sie brauchen Informationen über die Polizei, richtig? Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Die in Frage kommenden Mädchen haben zu tun. Und ich habe auch überhaupt keine Zeit. Was raubt Ihnen so viel Zeit? Ein Kunde hat mit einer Kiste Parfümfläschchen bezahlt. Das macht er dauernd und hält mich damit ungemein auf. Er hat gesagt, diese Parfüms seien der letzte Schrei und kämen geradewegs aus Paris. Kaum habe ich am ersten Fläschchen gerochen, bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Vielleicht sind einige gute Parfüms dabei, aber ich muss herausfinden, welche, damit sich meine hübschen Mädchen nicht ihre Haut ruinieren. Madame, ich werde mich darum kümmern und Ihnen sagen, welche Fläschchen Parfüm beinhalten, wenn Sie mir die Kiste für eine Weile überlassen. Als Gegenleistung würde ich gerne mehr über Squibby wissen.